Es ist fast nicht mehr zu übertreffen, wie viele Lügen, Unwahrheiten, Verdrehungen, verzerrte Darstellungen über die Russische Föderation, über Putin und über die Ereignisse in der Ukraine und auch auf der Krim wir tagtäglich lesen müssen. Und es ist unfassbar für mich, und hier komme ich auf die Europäische Union zurück, es ist unfassbar, dass das, was in den Vereinigten Staaten vorgegeben wird, einfach nachgeahmt wird, einfach nachgesagt wird, ohne sich selbst darüber Gedanken zu machen, ohne sich selbst von den Tatsachen zu überzeugen. Und hier hat die Europäische Union versagt, weil sie keine eigenständige Meinung hat, sondern die Meinung der Vereinigten Staaten einfach übernimmt. Und meine noch größere Kritik gilt den Medien. Die Medien, die es nicht für Mühe wert finden, hier objektiv zu berichten. Medien, die anstelle des für sie geltenden journalistischen Ethos hier Unwahrheiten verbreiten, wieder besseres Wissen. Denn wenn ich mich im Internet informieren kann, wenn ich darauf kommen kann, was wirklich läuft, dann kann das doch auch wirklich ein Journalist. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass es nicht nur an den Journalisten liegt. Journalisten würden wahrscheinlich gerne das schreiben, was sie zu schreiben hätten, aber sie dürfen nicht. Und diese gleichgeschaltete Berichterstattung finden wir leider in ganz Europa. Und nicht nur das. Nicht nur das, jeder, der für Putin oder der es wagt, hier die Wahrheit zu sagen, der Richtigstellungen macht, jeder wird angegriffen als Putin-Versteher, das ist ein neues Wort, das jetzt kreiert worden ist, als Amerika-Gegner, als jemand, der den Boden nicht unter den Füßen hat. Also auch jene, die versuchen, hier wirklich Tatsachen zu bringen, werden angegriffen und angefeindet. Es ist eine unglaubliche Hetze gegen Russland, gegen Putin. Eine Konfrontation von Ost und West, wie wir sie schon lange nicht erlebt haben. Und eine Lügenpropaganda und Hetze, die mich an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg erinnert. Vor dem Ersten Weltkrieg und während des Ersten Weltkrieges, als in gleicher Weise solche Lügenpropaganda, Hetzpropaganda gegen Deutschland, gegen Österreich, Ungarn gemacht worden ist, mit dem Effekt, dass es wirklich geglaubt wurde. Ich bin überzeugt davon, wenn die Politiker die amerikanischen Agitationen, und es waren Agitationen, nicht unterstützt hätten, und wenn die Medien objektiv, tatsachengemäß berichtet hätten, dann hätten wir heute in der Ukraine eine andere Situation. Und als Vorstandsmitglied des Wiener Akademikerbundes appelliere ich hiermit daher ganz offiziell an alle Verantwortlichen in Politik und Medien, endlich objektiv und tatsachengemäß zu berichten. Die Geschehnisse wissen Sie ja alle, wie es passiert ist, als im November der Assoziationsvertrag mit der Europäischen Union in letzter Minute nicht unterzeichnet worden ist, weil sich herausstellte, dass das nicht kompatibel ist mit den Zollvorschriften von Russland, dass das einen schweren wirtschaftlichen Nachteil für die Ukraine gehabt hätte. Und dann kam es dazu, wie wir es ja auch von anderen Staaten in anderen Regionen kennen, dass Demonstrationen gemacht wurden, Demonstrationen unterstützt von Amerika, Demonstrationen unterstützt von amerikanischen Politikern, Demonstrationen unterstützt von insgesamt 2200 NGOs, die es in der Ukraine
mit Unterstützung von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union gibt. Es geht bei Gott nicht um die Ukraine. Es geht auch nicht um Demokratie. Es geht auch nicht um Menschenrechte, sondern es geht ausschließlich darum, dass Amerika seine Vormachtstellung nicht nur behalten, sondern ausweiten will. Diese Politik macht Amerika ja seit dem Jahre 1990. Seit dem Jahre 1990 sieht man, dass es eine Einkreisungspolitik von Russland und China gibt. Sie brauchen sich nur die Landkarte anschauen. Da sehen Sie, dass um Russland, umherum, überall amerikanische Stützpunkte sind, NATO-Stützpunkte sind. Wo finden Sie das umherum bei den Vereinigten Staaten? Stützpunkte von russischen Verbündeten? Nein. Und wenn ich meine, dass es wirklich ein Weckruf sein sollte, den wir aus dieser Ukraine-Krise bekommen haben, dann ist es ein Weckruf für die Völker Europas und für die Völker der Welt, hier ihre Selbstbestimmung, die ihnen aufgrund des Artikel 1 der beiden Menschenrechtspakte als jus cogens, als zwingendes Recht zusteht und was überall zu gelten hat, erga omnes, wie das Gericht sagt, zu gelten hat, dass alle Völker, die es wollen, dieses Recht in Anspruch nehmen können und durchsetzen können. Denn eine friedliche und eine wirklich freie Gemeinschaft in Europa kann es nur dann geben, wenn es kein Diktat von Brüssel, kein Diktat von Amerika, sondern eine Gemeinschaft freier Völker aufgrund eines Selbstbestimmungsrechts gibt, wobei jedes Volk das Recht hat, den politischen Status selbst zu bestimmen. Dazu braucht es aber, wie ich gesagt habe, eine freie Presse. Dazu braucht es mutige Politiker und nicht nur solche, die in der Pension sich etwas zu sagen trauen. Und dazu braucht es, dass die Völker Europas diesen Weckruf hören.